So, Jungs, IQ nahe, yo, IQ. Ich bin Cedric und ich bin Mitbetreiber vom The Ninth. The Ninth ist ein Ort hauptsächlich für die Entfaltung von Ideen. Das kommt so ein bisschen aus meinem Engagement für die Startup-Szene hier in Bonn. Und ich wollte einfach einen Raum schaffen, wo junge Gründer und Startups zusammenkommen können, was so ein bisschen unkonventioneller ist. Und vor allem ganz wichtig hier mitten im Zentrum, damit so das Thema Startup hier präsent wird für die Leute, die vorbeilaufen. Also angefangen zu renovieren haben wir Mitte März und aufgemacht haben wir irgendwann Mitte, Ende April. Also sobald die Internetleitung stand, haben wir einfach die Türen aufgemacht. Und hergekommen bin ich auf die Art und Weise, dass ich einfach die Signa angeschrieben habe Anfang des Jahres, also denen ja hier der Gebäudeteil auch gehört, und gefragt habe, ob es Möglichkeiten gibt, hier Räume für die Startup-Szene zu schaffen. Also ich wohne ja selber direkt um die Ecke und habe dann auch die letzten Jahre, muss man ja schon sagen, mitbekommen. Und es hat sich zu einem, ja, speziellen Viertel von Bonn, einfach aufgrund der Struktur, weil der Rest der Innenstadt ist ja sehr mit den typischen Marken geprägt. Von diesem Viertel dann ist es auf einmal sehr leer geworden, weil hier alle Mieter ums Eck rausgeschmissen wurden erstmal. Sehr schnell verwahrlost, fand ich schade, vor allem auch das ganze Gespray und Geschmiere, was da dran war, was ja dann automatisch passiert. Auch als wir es aufgenommen haben, hier zu renovieren, war es noch sehr unangenehm, eigentlich hier abends zu sein. Und jetzt auf einmal ist eigentlich wieder Leben drin. Also na, seitdem wir hier drin sind, gab es einen Run und einige Gebäude oder einige Gebäudeteile sind auch wieder gut besetzt. Ja. Das Besondere an der Fiesta Victoria ist für mich noch nicht so ganz greifbar, weil es ist meine erste, muss ich dazu sagen. Ich habe viel Gutes gehört, habe gehört, dass letztes Jahr viele tausend Leute hier waren. Und was ich bisher so erlebe als besonders und auch was ich besonders schön finde, ist die gemeinsamen Gestaltungsmöglichkeiten, dass man einfach sagt, man involviert hier alle, die da sind, ob es nur der Friseurladen ist, der Kiosk oder hier eben unser Laden oder auch das Café Blau, also unterschiedliche Orte und im Endeffekt kommen überall halt Leute zusammen, erleben ein bisschen Kultur. Wir bringen auch unsere eigenen Ideen mit rein, also das finde ich wunderbar in der Zusammenarbeit, was wir hier gestalten. Ich würde mich freuen, wenn es ein buntes, lebendiges Viertel so hier mitten im Stadtzentrum von Bonn wird, was auch vor allem halt junge Leute anspricht. Wir haben die Uni direkt um die Ecke, wir haben den Hofgarten direkt um die Ecke und da finde ich es toll, wenn es einfach so ja, ein lebendiger, unterschiedlicher oder andersartiger Teil von Bonn halt werden kann. Ich hoffe, dass sich hier viele Leute ausprobieren, sich trauen, was zu machen und hier mitgestalten in dem Viertel. Thank you.